Im heutigen Tutorial würde ich euch gerne eine neue, clevere Methode vorstellen, wie ihr mit der künstlichen Intelligenz, Google Gemini und der Plattform Scribendi Geld verdienen könnt. Bei der Plattform Scribendi handelt es sich um eine Proofreading-Plattform. Das heißt, ihr müsst einfach Texte korrigieren und werdet dafür bezahlt. Und dreimal dürft ihr raten, was die künstliche Intelligenz Google Gemini kann. Klar, die kann auch Texte korrigieren. Ich möchte euch heute zeigen, wie diese Plattform funktioniert. Ich möchte euch ganz genau zeigen, wie ihr an Jobs kommt. Und vor allen Dingen möchte ich euch auch zeigen, was ihr erstmal braucht, um auf der Plattform angenommen werden zu können. Das soll es aber nicht gewesen sein. Ich möchte euch zum Beispiel einen neuen Presale zeigen, wo ich jetzt wieder Geld investiert habe. Ich möchte euch ein paar Apps zeigen, von denen ihr vielleicht bisher noch nicht gehört habt. Transkriptionsplattformen, die ihr vielleicht bisher nicht besucht habt und vieles, vieles mehr. Und wir legen direkt los. Bevor wir doch loslegen, eine kurze Info nochmal. Ich biete wieder 1:1 Coachings an. Link zu meinem Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung drin. Und die künstliche Intelligenz, mit der wir uns beschäftigen wollen, Google Gemini, die hat es wirklich in sich. Geht einfach auf gemini.google.com und sobald ihr es getan habt, werdet ihr hierhin weitergeleitet. Wir wollen die Google Gemini künstliche Intelligenz nutzen, um Texte zu korrigieren. Das heißt, wir wollen einen Text hier reintun und dieser Text soll dann zum Beispiel grammatikalisch und hinsichtlich der Rechtschreibung korrigiert werden, sodass wir dann einen perfekten oder möglichst perfekten Text haben. Und es gibt natürlich Plattformen dort draußen, die euch dafür bezahlen, dass ihr Texte korrigiert. Und die größte davon, meines Wissens, ist diese hier namens Scribendi. Und bei Scribendi ist Folgendes ganz spannend, nämlich, dass ihr hier einen internen Pool von Jobs habt. Das heißt, wenn ihr erstmal einmal auf der Plattform angenommen seid, könnt ihr euch so viele Jobs nehmen, wie ihr wollt und könnt diese einfach hintereinander abarbeiten. Das Ganze funktioniert wie folgt. Nämlich, ihr geht zuallererst auf Scribendi.com drauf und da könnt ihr hier euch so ein bisschen informieren, was genau man dann alles hier so anbieten kann. Und grundsätzlich kann man sagen, es ist eine riesen Plattform, insgesamt 270.000 oder 275.000 Klienten sogar schon, 3 Billionen Wörter, also Milliarden Wörter und 282 Editoren arbeiten bisher auf der Plattform. Es ist also relativ klein die Plattform, dafür aber extrem viele Aufträge. Also auf der einen Seite, wie gesagt, wenige Editoren, wenig Konkurrenz, dafür aber extrem viele Aufträge, extrem viele Wörter. Und das können wir natürlich auch für uns zu Nutzen machen. Wir müssen also nun Folgendes tun, wir müssen uns bewerben. Die Frage ist, wie geht das? Ihr müsst erstmal auf Google drauf gehen und wenn ihr auf Google drauf geht und gebt ihr zum Beispiel ein Scribendi, dann werdet ihr hier den Tab Job sehen. Da klickt ihr einmal kurz drauf und sobald ihr es getan habt, seid ihr hier und könnt euch das Ganze durchlesen. Man sieht es auch hier, Riesenplattform seit 1997, ist vor allen Dingen im Bereich Business Academia und Publishing und dort werden, klar, alle möglichen Texte von Leuten wie euch praktisch transkribiert, verbessert und geschrieben und wir wollen es vor allen Dingen auf das Verbessern, also das Proofreading fokussieren. Ihr solltet aber tatsächlich einen University Degree haben. Das kann zum Beispiel ein Bachelor's Degree sein, kann auch ein Master's Degree sein und es sollte irgendwie im Feld English oder Journalism, Communications oder irgendwas anderes sein, was irgendwie dort reinpasst. Und viele von euch werden sicherlich sagen, ach Manu, ich habe aber Wirtschaftsmathematik zum Beispiel studiert oder ich habe dies oder das studiert. Da sind sie eigentlich ziemlich kulant. Das heißt, es ist nicht so wichtig, was ihr studiert habt, es ist aber wichtig, dass ihr studiert habt. Das heißt, ihr sollt zumindest in irgendwas einen Bachelor's Degree haben und ich meine auch, dass ihr angenommen werden könnt, wenn ihr gerade studiert. Aber das müsst ihr mal ausprobieren. Und auf jeden Fall, ihr sollt auch ein bisschen Erfahrung natürlich in diesem Bereich haben. Wie man das nun nachweist, naja, das ist halt ein bisschen fischig. Ihr könnt natürlich auch einfach sagen, so, ich habe in meinem eigenen Unternehmen das über die letzten paar Jahre gemacht. Bitte natürlich nicht lügen, aber wenn ihr zum Beispiel euer Unternehmen vielleicht auch in einem anderen Bereich seit 1-2 Jahren habt und theoretisch ja auch diese Dienstleistung anbietet seit 1-2 Jahren, könnte man sagen, seitdem man das Unternehmen hat, bietet man auch diese Dienstleistung an. Also wie gesagt, nicht lügen, aber halt einfach, ja, da so ein bisschen kreativ sein, sage ich jetzt mal, weil wenn ihr eine gute Arbeit leistet, dann werden die schlussendlich dann nie wieder nachfragen und dann gibt es ja halt hier so ein paar generelle Dinge, ihr sollt halt kreativ sein, ihr sollt euch organisieren können, etc., etc. Aber was ihr schlussendlich einfach nur macht, ist, ihr bewerbt euch hier. Ihr praktisch bewerbt euch also hier auf diese Stelle und sobald ihr es getan habt und ihr werdet angenommen, dann könnt ihr euch halt die Jobs nehmen. Aber Scribendi ist halt doch schon ziemlich schwer reinzukommen. Ihr klickt einfach hier unten auf Apply Now, gebt dann eure Daten ein, also Nachname, Vorname, Adresse und so weiter und so fort und dann klickt ihr hier unten auf Continue und dann müsst ihr schon einen kleinen Test machen und werdet dann alsbald angenommen. Und wenn ihr halt dann angenommen wurdet, dann nehmt ihr die Texte, die ihr proofreaden sollt, geht hier zurück in die künstliche Intelligenz Google Gemini und sagt dann zum Beispiel, und das ist meistens, also viele von den Aufträgen sind auf Englisch, es gibt aber auch welche auf Deutsch und da würdet ihr zum Beispiel hier Folgendes hinschreiben, nämlich korrigiere diesen Text auf Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung und Zeichensetzung und da würde ich halt hier einen Doppelpunkt hintermachen und dann würde ich halt hier in Anführungsstrichen den Text setzen und dann kann man halt hier die ganzen Wörter halt praktisch hin kopieren und dann klickt man einfach nur hier unten auf diesen Button drauf und dann wird automatisiert dieser Text korrigiert. Natürlich jetzt in diesem Falle hier gibt es eine verbesserte Version, also klar, ist natürlich jetzt nur so ein Testbeispiel hier, aber in eurem Falle würdet ihr jetzt hier einen kompletten Text reinschreiben und dann wird dieser Text überarbeitet von der KI und dann habt ihr wirklich einen perfekten Text, den ihr auch wieder einreichen könnt bei Scribendi. Ich würde euch an dieser Stelle aber dennoch empfehlen, lest den euch dennoch nochmal durch, schaut, dass da wirklich keine Fehler drin sind, also nicht nur auf die künstliche Intelligenz verlassen, weil die kann sicherlich auch Fehler machen und dann, wenn ihr es nochmal selbst überprüft,
überprüft habt oder jemanden habt, der das Ganze für euch machen kann, dann würde ich es halt wieder zurück auf Skribendi einreichen. Und ihr könnt natürlich nicht nur diese Dienstleistung auf Skribendi anbieten, sondern selbstverständlich auch zum Beispiel auf Fiverr. Hier gibt es auch ganz viele Leute, die halt Proofreading anbieten, und wenn ihr dafür eine KI verwendet, ja super, dann könnt ihr hier viel geringere Preise nehmen als von anderen Leuten. Und falls ihr mehr von diesen Strategien kennenlernen wollt, wie gesagt, Link zu meinem Coaching-Programm ist in der Videobeschreibung drin. Und wir machen direkt weiter mit einem Presale, wo ich jetzt wieder drin bin und wo ich tatsächlich jetzt nochmal 2000 Euro investiert habe, weil dieser Presale endet sehr bald. Genau deswegen habe ich jetzt nochmal die Chance genutzt und für einen wirklich, wirklich günstigen Preis hier diese Coins von Playdoge gekauft. Ich weiß, dass Flo Farrell das Ganze auch hier extrem promotet hat. Ich meine, er hat auch selbst 95.000 Euro reingetan. Das ist natürlich eine gewaltige Summe und ich denke, viele von euch wissen sicherlich, dass Flo schon ein paar Mal im Kryptobereich halt wirklich, wirklich goldrichtig lag, und ich hatte mit ihm auch gesprochen. Er hatte mir auch gesagt, hey, Playdoge könnte ganz interessant sein. Ich habe es mir auch angeguckt und finde es auch unfassbar spannend. Habe genau deswegen jetzt 2.000 Euro rein investiert und ich habe euch mal Playdoge in der Videobeschreibung drin verlinkt. Es ist eines der hochwertigsten Projekte, das ich jemals gesehen habe. Also alleine schaut euch mal die Webseite an. Das ist echt Wahnsinn. Warum bin ich diesbezüglich so positiv oder warum ist es mir so wichtig, dass die Webseite professionell ist? Naja, die meisten nicht so professionellen Websites führen zu einem Rugpull. Das heißt, da kann man sich eigentlich sicher sein, wenn die Webseite trashig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass das Projekt generell trashig ist. Und hier aber haben wir eine extrem hochwertige Webseite. Alles ist erklärt. Hier auch zum Beispiel, wie genau kauft man das und. Und es ist alles richtig, richtig schön gemacht. Und warum ist das Ganze so wichtig? Naja, auf der einen Seite will natürlich auch die Community, die in sowas investiert, ein hochwertiges Projekt sehen. Es ist definitiv hochwertig. Die Community will natürlich auch, indem sie investiert, an etwas teilhaben, was vielleicht mal 10x oder 20x oder 100x nach oben geht. Und Playdoge ist halt einfach so ein Krypto-Projekt, wo so viel Influencer das Ganze promoten, wo so viel Hype existiert und die schalten Werbung ohne Ende. Das Projekt an sich ist jetzt gerade noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wir kriegen jetzt noch die Coins für extrem wenig Geld. Und wie gesagt, ich bin auch selbst dabei. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Es ist natürlich jetzt hier keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hier gibt es immer ein Verlustpotenzial und das kann sogar tatsächlich das Verlustpotenzial der gesamten Einlage sein. Also sowas hier ist höchst riskant. Deswegen investiert nur Geld, das ihr auch verlieren könnt. Aber in meinem Fall zum Beispiel, ich habe 2.000 Euro reingesteckt, weil nehmen wir mal an, das macht ein 5x. Dann habe ich aus den 2.000 einfach mal so 10.000 Euro gemacht. Und meine Strategie ist immer die folgende, nämlich wenn ich in so ein Projekt reingehe und es passiert ein 2x, dann nehme ich einfach das Kapital raus, das ich sowieso schon investiert habe. Also zum Beispiel sagen wir mal, ich habe 2.000 Euro investiert und daraus wird auf einmal 4.000 Euro, dann nehme ich halt 2.000 Euro raus, das Kapital, das ich eingezahlt habe, und lasse die restlichen 2.000 Euro einfach noch weiterlaufen, und dann kann ich halt, ja, mir Gewinne einfahren, ohne dass ich irgendein Risiko habe, dass ich meine Einlage praktisch am Anfang verliere. Und das ist die Strategie, die ich euch auch empfehle hinsichtlich Risikomanagement, weil die halt, ja, euer Risiko stark minimiert, wenn ihr dann erstmal im Projekt drin seid. Ich habe euch mal Playdoge in der Videobeschreibung drin verlinkt. Was ihr braucht, ist auf jeden Fall eine Wallet. Da könnt ihr zum Beispiel Best Wallet verwenden oder MetaMask oder ein anderes Wallet. Da müsst ihr Ethereum drauf tun und dann könnt ihr halt hier schon auf Wallet verbinden draufklicken und könnt dann halt euer Wallet direkt hier mit dem Presale verbinden und jetzt noch einen Play-Coin praktisch hier für 0,00523 bekommen. Das heißt, wenn es nur ein Komma nach links rutscht, habt ihr schon alleine eine 10x gemacht und das ist natürlich echt eine mega, mega Sache. Aber ihr müsst schnell sein. Die Play-Coins, die werden jetzt nochmal deutlich teurer, nämlich nur noch einen Tag, 15 Stunden, 11 Minuten und 35 Sekunden gibt es praktisch die Coins zu diesem günstigen Preis. Deswegen jetzt nochmal letzte Chance, Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung drin. Dann eine weitere App, die ich jetzt auch mir runtergeladen habe, wo ich mir sicher bin, dass viele von euch das auch schon gemacht haben, ist diese hier namens THX. THX ist richtig, richtig spannend, weil es eine neue Umfrage-App ist und ich kenne das ja bei vielen anderen Umfragen-Apps. Wenn erstmal Umfragen-Apps auf dem Markt sind, dann versuchen die natürlich am Anfang möglichst viel Geld für Umfragen auszuzahlen. Warum? Weil die sich natürlich einen guten Namen verschaffen wollen. Und THX steht da wirklich komplett am Anfang und genau deswegen gibt es halt derzeit richtig viele Umfragen, die halt ordentlich Geld bringen im Vergleich zu vielen anderen Plattformen. Und viele von euch haben sich schon angemeldet. Ich weiß, dass auch viele von euch da schon gute Erfahrungen gesammelt haben. Es ist eine Umfrage-App, heißt also, ihr werdet jetzt nicht Millionen über Nacht machen, aber derzeit, weil es wie gesagt noch eine junge Plattform ist, könnt ihr noch richtig, richtig gute Umfragen bekommen. Das wird mit der Zeit sicherlich, sich ein bisschen verwässern und ich denke, mit der Zeit werdet ihr vielleicht dann irgendwann weniger gute Umfragen bekommen, aber jetzt gerade, wo sie sich noch versuchen, einen Namen zu machen, geben sie halt richtig, richtig starke Zahlungen für die Umfragen. Deswegen, ich würde es nicht verpassen, wenn ich ihr wärt. Das ist eine Smartphone-App, genau deswegen müsst ihr halt auch, ja, das über das Smartphone euch runterladen. Ich habe euch mal einen Link dazu in die Videobeschreibung reingetan, das könnt ihr euch runterladen für Android, aber auch direkt für euer Apple iPad oder für euer iPhone, also wirklich ganz entspannt, auf allen Tablets und auf jeglichen Arten von Smartphone läuft das Ganze hier. Ich habe euch das Ganze
in der Videobeschreibung drin verlinkt, aber mein Tipp an dieser Stelle wäre, stoppt am besten dieses Video und ruft genau dieses Video hier nochmal mit eurem Smartphone auf. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie am Desktop-PC sitzt oder am Laptop oder wo auch immer, dann nehmt einfach euer Handy, ruft nochmal dieses Video hier auf und klickt auf den Link in der Videobeschreibung, weil der Link führt euch dann direkt zu der App in eurem App Store. Das heißt, da müsst ihr nicht irgendwie noch rumbasteln und suchen und was auch immer, weil wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Klon- oder Fake-Apps oder was auch immer davon. Deswegen in der Videobeschreibung habe ich euch direkt den Link reingetan zu der richtigen App und genau, falls ihr das Ganze machen wollt, am besten einfach mal vom Smartphone aus dieses Video hier aufrufen. Und die letzte Plattform, die ich euch zeigen möchte, ist TranscribeMe. TranscribeMe meines Erachtens ist die beste Alternative zu Uptipper und GoTranscript. Bei TranscribeMe handelt es sich um eine Plattform, auf der ihr dafür bezahlt werdet, Transkriptionen durchzuführen. Das heißt, ihr kriegt zum Beispiel eine Audiodatei, eine MP3-Datei und ihr sollt abschreiben, was in dieser MP3-Datei gesagt wird. Also ihr merkt schon, eigentlich eine super einfache Aufgabe, ist ein bisschen undankbar, weil es halt viel Arbeit ist, in der Regel für wenig Geld, aber wenn ihr halt einfach nur 100, 200 Euro im Monat nebenbei verdienen wollt und ihr seid auch bereit dafür ein bisschen Arbeit zu leisten, dann könnte das Ganze hier wirklich für euch nicht uninteressant sein. Ihr geht einfach hier oben auf Freelancers, da könnt ihr zum Beispiel hier auf Legal Transcriptionist draufklicken und dann steht es hier auch schon, how to become a legal transcriptionist at TranscribeMe und da könnt ihr halt hier euch direkt bewerben auf der Plattform, klickt ihr hier auf Start Freelancing drauf und dann könnt ihr schon hier euren Account erstellen, müsst dann einen kleinen Test durchführen, dass ihr also wirklich auch transkribieren könnt, dann seid ihr auf der Plattform drauf, habt einen internen Pool an Jobs, könnt ihr einfach die Jobs nehmen, könnt ihr abarbeiten und könnt darüber dann Geld verdienen. So einfach ist das Ganze und genau solche Methoden und viele, viele weitere steche ich übrigens auch vor in meinem Geld im Internet verdienen Meisterkurs. Der ist jetzt für euch nochmal 60% runtergesetzt und auch in der Videobeschreibung drin. Deswegen, falls ihr, ja, wie gesagt, einfach ein bisschen Geld sparen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Falls ihr aber personalisierte Hilfe haben wollt und ihr wollt jemanden, der euch wirklich über die Schulter guckt, mit dem ihr sprechen könnt, der euch helfen kann, dabei das erste Online-Business aufzubauen, dann, wie gesagt, würde ich euch sehr empfehlen, einfach mal eine Stunde zu buchen. Ich schaue auch nicht sonderlich auf die Zeit. Also das ist mir einfach sehr wichtig, weil ich mit euch genau über das sprechen möchte, was euch weiterhilft. Und ich denke, in einer Stunde können wir ein komplettes Online-Business für euch planen, einen kompletten Plan erstellen. Das heißt, eine Stunde reicht wirklich aus. Link zum Coaching-Programm, Link zum Geld im Internet für den Masterkurs ist in der Videobeschreibung drin. Und natürlich auch Links zu der THX-App sowie dem Presale hier von Playdoge. Aber wie gesagt, da müsst ihr wirklich schnell sein. In gerade mal einem Tag werden die Preise hier wieder deutlich erhöht. Gut, das war es dann tatsächlich schon wieder heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.